Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Cooking with Daily Family Stories. Ich habe heute wieder für euch was richtig Einfaches und was Leckeres. Und zwar machen wir einen Quark-Mohn-Strudel und das aus der Heißluftfritteuse. Also ich würde mal sagen, das ist das perfekte Rezept, wenn es einfach mal schnell gehen soll, man nicht sehr lange in der Küche stehen möchte und was auf jeden Fall gelingsicher ist. Und was wir dafür brauchen, ist zum einen Blätterteig für die Füllung. Quark, ein Ei, Speisestärke, Zucker und Vanillezucker und zusätzlich noch so fertigen Backmohn. So, und als allererstes kommen alle Zutaten natürlich, bis auf den Blätterteig und unser Mohn, in unseren Ninja-Mixer. Da wird alles zu einer gleichmäßigen Masse vermixt und eigentlich ist es auch schon fast fertig. So, und jetzt legen wir los. Unsere Quarkmischung ist jetzt auch fertig, alles schön gleichmäßig vermixt. Und ja, die genauen Angaben, wie auch die ganzen Ninja-Geräte, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Da könnt ihr alles nochmal ganz genau alles nachlesen. So, der nächste Schritt. Jetzt müssen wir unsere Quarkmasse und unsere Mohnfüllung, sage ich mal, auf dem Blätterteig verteilen. Also so längs quasi, aber das seht ihr jetzt gleich, wie ich es mache. So ihr Lieben, den Quark-Mohn-Strudel mache ich in der Heißluftfritteuse AF500. Und warum? Ja, ganz einfach. Wir haben hier so ein großes Fassungsvermögen. Die Trennwand, die kommt dafür jetzt erstmal raus. So, und der Strudel wandert jetzt hinein, wird mit etwas Ei bestrichen und dann bei 160 Grad für ungefähr 25 Minuten gebacken, bis er goldbraun ist. Und warum mache ich das eigentlich in der Heißluftfritteuse? Ja, ganz einfach. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wenn man nicht so lange in der Küche stehen möchte, wenn es schnell gehen soll. Und hier haben wir das. Man muss nicht vorheizen, man muss da nicht ewig lang dran stehen und warten, bis es endlich losgeht. Hier rein damit und dann kann es losgehen. So, schaut euch mal diesen leckeren Quark-Mohn-Strudel an und diese Farbe. Es sieht einfach herrlich aus. Und wenn ihr das nur riechen könntet. Jetzt kommt da zum Schluss nur noch Puderzucker drauf und schon können wir unseren Strudel anschneiden. Ich bin nämlich schon richtig gespannt, wie er von innen aussieht. So ihr Lieben, wie am Anfang schon gesagt, das ist ganz einfach zum Nachmachen und wirklich schnell, oder? So, und jetzt seid ihr dran, probiert dieses Rezept unbedingt aus und hinterlasst hier gerne auch noch euer Feedback, wie ihr es fandet. Ja, und wenn euch das Video allgemein gefallen hat, dann sehr gerne einen Daumen nach oben und abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Cooking with Daily Family Stories. Und ich lasse es mir jetzt so richtig schmecken. Tschüss!